dass sie die Lieferung binnen der nächsten 3 Tage erreicht. Die First-Flush-Pflückung in den Hochebenen hat sich dieses Jahr wegen der erhöhten Niederschläge einfach verspätet. Danke für Ihr Verständnis. Au! Bei der Hochzeit letztes Jahr haben Sie da noch besser reingepasst. Ach, ist doch immer wieder reizend, so viele aufmerksame Menschen um sich zu haben. Das Taxi ist da. Ja, und richten Sie im Lager aus. Sie sollen mich sofort anrufen, wenn die Neuladung eingetroffen ist. Teekontor Hansen? Schön, dass du da bist. Ich darf mir vorstellen, meine Cousine Charlotte Hansel, Baron Oberst von Solfleden. $16,75. Danke, stimmt so. Sagen Sie, sitzt mein Plastron richtig? Wer? Wie? Ist schon gut. Mit Ihrem Vater selig droht ich manches Scharlützel auf dem Kopfplatz. Da kommt ein Geschäftsführer. Gestatten Sie die Frage, wie geht es Ihrem Onkel? Er hat leider seinen Wohnsitz nach Indien verlegt. Trotzdem ist Onkel Richard immer noch mein sehr geschätzter Kompagnon. Verstehe. Indien, seine unsterbliche. Ich freue mich, dich zu sehen. Friederike, meinen Glückwunsch. Danke. Viktor Sommer, Freiherr von Soldwedel. Eure Tochter lässt wieder mal auf sich warten. Ach, darf ich dich mal bitte? Entschuldigung, dein Plastron sitzt schief. Wärst du so nett? Die Unpünktlichkeit hat sie von dir. Ach so. Athletische Erscheinung. Kurz und stark. Ist ja nichts passiert. Hier einmal Volltank. Athletische Erscheinung. Kennst du den Jungen? Noch nicht. Wir haben uns heute versammelt, um im Angesicht Gottes und mit seinem Segen 2 junge Menschen zum Bund des Lebens zu vereinen. Das Sakrament der Ehe ist unantastbar und heilig. Und es fußt auf dem höchsten christlichen und menschlichem Gut, der Liebe. Die Liebe ist langmütig, gütig ist die Liebe. Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Sie prahlt nicht, ist nicht aufgeblasen. Sie handelt nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht erbittern, trägt das Böse nicht nach. Alles deckt sie zu. Alles glaubt sie, alles hofft sie, alles erträgt sie. Die Liebe hört niemals auf. Was Gott vereint, soll der Mensch nicht trennen. Ich glaube, wir kommen nicht umhin, Sandras neuen Freund zu begrüßen. Aber nicht auf nüchternen Magen. Auf den frisch gebackenen Schwiegersohn. Ludger hat eine englische Eliteschule besucht. Holger, wie hieß sie doch gleich? Ite. Richtig. Anschließend verbrachte er ein Jahr im Auswärtigen Amt in Brüssel. Ludger steht eine fantastische Karriere als Diplomat bevor. Mama. Ich bin beeindruckt. Danke, danke, danke. Möchtest du noch schon? Gern. Spielt Ihr Onkel immer noch Polo? Letztes Jahr feiert er seinen 78. Auf einer Skihütte im vorderindischen Himalaya. Gigantisch. Der alte Haudi. Sie sagen es. Mama, Papa, ich möchte euch jemand vorstellen. Frau? Sven Lobert, hallo. Viktor Sommer.
Und Glückwunsch an die Eltern der schönen Braut. Danke. Sie sind ein Kommilitone von Sandra. Sehe ich so aus, als ob ich in stickigen Hörsälen rumhänge? Hm? Nein, nein. Ich bin derjenige, der etwas Farbe ins Leben bringt. Ah, Sie meinen, Sie haben sich der Kunst verschrieben? Der Darstellenden oder der Bildenden? Der Feuchten? Ich verdiene mein Geld im Nachtleben. Sven ist Geschäftsführer eines Szenelokals bei mir um die Ecke. Lilian! Mein Gott, hast du dich rausgemacht. Du wirst mit jedem Jahr attraktiver. Wie macht sie das? Maximilian. Charmant wie sein Vater. Martin hat mir gar nicht erzählt, dass du aus London zurück bist. Ich hätte es auch fast nicht geschafft. Abschlussprüfungen. Alles Sand. Hallo. Sandkastenliebe. Sandkastenliebe, ich würde gerne das Gras loswerden. Stimmt. Und sprechen wir später nochmal. Sandra hat sich ganz schön verändert, seit ihr euch das letzte Mal gesehen habt, ne? Das kann man wohl sagen. Zu uns. Ach, Friederike, wie hieß doch gleich diese englische Elite-Schule? Eton. Eton, richtig. Maximilian hat dort gerade seinen Doktor gemacht. Ah. Ja. Gratulation. Danke. Glückwunsch. Dankeschön. Und dir auch Gratulation. Ein Rosmarin-Stecklin. Schön. Ja, das ist Sven. Ich kenne dich von irgendwoher. Vom Gloria, kann das sein? Korrekt, Munde. Ich schmeiß den Laden da. Was für einen Laden? War mal ein Puff. Früher konnte man da Mädels kaufen, heute Cocktails. Jetzt gibt's die Mädels umsonst. Okay, Ludger, komm, alter Schwede. Wir brauchen erstmal ein kaltes Bier. Ne? Ich will eine eigene Bar aufmachen und wollte eigentlich mit einem Freund... Das ist interessant. Ja, ja. Sehr. Ladies and Gentlemen, es geben ihre Verlobung bekannt, Sandra Sommer-Hansen und Sven Lover. Viktor, kommst du bitte? Entschuldigung. Post für dich. Weiß nicht. Das war jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Kommt denn raus, Mama. Was sollen denn die anderen denken? Das frage ich dich. Worum geht es hier eigentlich? Um dich oder um mich? Sandra, du bist doch mein Kind. Ist mittlerweile erwachsen geworden. Ja, aber deswegen musst du doch nicht gleich heiraten. So, dann trinken wir erstmal ein, Schwiegermama. Hm? Was ist denn los? Ein Telegramm aus der Bande. Ach, das ist Onkel Richard. Onkel Richard ist letzte Nacht gestorben. Bevor ich das Testament verlese, möchte ich eine private Bemerkung vorausschicken und Sie wissen lassen, dass mich der Verlust von Richard Hansen auch trifft. Mich verband mit Ihrem Onkel immer eine besonders herzliche Beziehung. Nicht nur mit ihm. Richard Hansen war uns allen ein Vorbild, was Mut, Lebenslust und insbesondere Großzügigkeit betrifft. Richard Hansens Testament wurde verfasst am 21. April 2001 auf seiner Teeplantage am Fuß des Himalaya. Hier also mein letzter Wille. Der Albert Schweitzer Foundation hinterlasse ich mein Haus und meine gesamte bewegliche Habe. Mit Ausnahme meiner Bildersammlung, die ich meinem angeheirateten Neffen Viktor Sommer überantworte. Als Dank und Anerkennung für seine außerordentlichen Verdienste um das Wohl unserer Firma. Des Weiteren überschreibe ich, um den Fortbestand des Hansischen Teekontors als Familienunternehmen zu garantieren, die gesamten 50% meiner Teilhaberschaft
meiner ebenso geliebten wie geschätzten, Großnichte Sandra. Sie wird mich, das bin ich überzeugt, als Partner und innovativer Berater meiner einzigen und liebsten Nichte Charlotte würdig vertreten. Die Inanspruchnahme meines Vermächtnisses knüpfe ich, sicher ganz im Sinne meiner Nichte Charlotte, an eine Bedingung, die einer alten Familientradition folgt. Das Erbe wird Sandra erst mit ihrer Eheschließung zuteil, wobei mit dieser der Ehemann hälftig dieselben Pflichten und Rechte erhält. Schließlich soll sich kein Mann der Verantwortung, die er mit dem Einheiraten in unserer Familie übernimmt, so einfach entziehen können. Das war schon immer so und soll auch immer so bleiben. Sollten Sie noch Fragen zu den wirtschaftlichen Implikationen des Testamentes haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Ich denke, wir sollten alles auf das Nötigste beschränken. Wie Sie wünschen. Ja, also ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, trotz des tragischen Ereignisses. Den werden wir haben. Leben Sie wohl. Danke. Auf Wiedersehen. Alles Gute für Sie. Entschuldigen Sie mich bitte. Charlotte, bitte, du tust so, als hätte ich immer noch was mit Frau Dr. Friedman. Bitte, nicht mehr diesen Namen, ja? Ich gehe schon mal vor. Ich denke, dass Sandra dieser Aufgabe gewachsen ist. So sollte sie nicht. Ich zweifle ja nicht an der Begabung meiner Tochter. Unsere Tochter. Aber von ihren beruflichen Fähigkeiten einmal abgesehen, scheint sie im Privatleben ganz und gar deine Tochter zu sein, dieser Sven Lobert. Ach, dieser Sven Lobert ist doch nur eine Eintagsfliege. Charlotte, du machst dir wieder mal viel zu viel Sorgen. Sandra will dich ein wenig provozieren, das ist alles. Dieser Mann ist doch nicht ernst gemeint. Morgen, Leute. Mein Beileid wegen Onkel Richie, ganz ehrlich. Aber so heißt das Leben geht weiter, oder? Na los, kommt. Lass uns ein Trinken gehen auf den Schreck, okay? Hören Sie, junger Mann. Sven, komm, ich lade dich ein. Wir sehen uns. Und für Richard darfst du keinen Vorwurf machen. Er hatte keine Ahnung vom Faible deiner Tochter. Unsere Tochter. Gott. Fuck. Das ist keine Lösung des Problems. Martin. Victor, lange nicht mehr gesehen. Kompliment an deine Arbeit. Die Plompen halten. Charlotte, mein aufrichtiges Beileid. Danke, Martin. Ich hab's eben erst erfahren. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Wurzelsektion. Der Kiefer war schon angefressen. Autsch. Ja, soll ich dich nach Hause fahren? Danke, wir haben den Wagen dabei. Wir sehen uns morgen. Ja. Ich denke, dein Amalgam ist längst ersetzt. Auf Wiedersehen, Martin. Und nochmal. Danke. Schicke Brille. Tja. Natürlich geht es in erster Linie um Sandras Glück, aber es geht auch um die Firma. Schau nach vorne. Wie lange läuft das schon? Das weißt du doch, Snack. Alte Familientradition. Seit ihrer Gründung ist die Teehandelsgesellschaft Hansen Familienbesitz. Wie fährt die denn? Ich meine deine Affäre mit Martin. Und es geht wiederum nicht nur um die Firma. Ja. Familie, die Reputation unseres Kontors, alles, was ich schließlich auch für Sandra aufgebaut habe, würde gefährdet, wenn irgendein dahergelaufener Mitgiftjäger sich in der Firma breitmacht. Du teilst doch meine Meinung. Natürlich. Ja, und um das zu verhindern, brauchen wir einen Plan. Einen exzellenten Plan. Sandra hat nicht nur einen guten, der den besten Ehemann verdient. Victor! Die Rosen brauchen Wasser. Du fehlst ihnen. Ich würde sie gerne gießen. Gleich morgen früh. Victor, wir haben uns vor 3 Jahren scheiden lassen. Du hast dich scheiden lassen. Ja, du weißt warum. Charlotte, wir haben 25 glückliche Jahre verbracht. Weißt du, wie ein geiler Bock diese dämliche Ziege bespringen musstest. Dämliche Ziege? Frau Dr. Friedberg ist promovierte Juristin. Dann eben eine promovierte Ziege, diese Schlampe. Ich liebe es, wenn du dich so... Nicht was?
so plastisch ausdrückst. Was läuft zwischen dir und unserem Zahnarzt? Nichts, was dich angeht. Soll ich dir ein Taxi rufen? Danke, nicht nötig. Du solltest dein Urteil noch mal überdenken. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Meinst du? Ich spreche von Sandras Freund. Falls du dich erinnerst, war deine Mutter auch nicht gerade begeistert, als du mich heiraten wolltest. Gute Nacht, Charlotte. Danke, Herr Einsböck. Voilà. Danke. Aber einen Kaffee will mir lieber, Herr Einsböck. Haben wir aber nicht. Noch nicht. Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr gekommen seid. Mitten in der Nacht. Süße. Oh, Morgenstund hat Gold im Mund. Ich habe kurz das Handy gesagt. Die erste Neuanschaffung hier wird eine Espressomaschine sein. Gibt ja schon recht günstige für Sie, 8000 Euro. Ich weiß Ihren Tipp durchaus zu schätzen, junger Mann, aber Sandras verstorbener Großonkel beschloss, den Kaffeehandel aufzugeben und sich ausschließlich auf den Im- und Export von Tee zu beschränken. Ein Entschluss, der sich als äußerst klug erwies. Ja, damals vielleicht. Aber heute ist heute. Was meinen Sie damit? Mama. Die Gegend hier ist perfekt, das meine ich damit. Eine Menge Büros, Banken, feine Läden. Aber nur zwei Restaurants und ein Bäcker im Umkreis von 5 bis 6 Kilometern. Hier, dieser ganze Krempel, der muss natürlich raus, am besten sofort. Wir machen aus dieser Höhle einen Top-Laden. Mit cooler Atmosphäre, Neonleuchten, rotem Leder. Das Bier, frisch, ist klar. Ansonsten konzentrieren wir uns nur auf Cocktails und Tatesachen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, und aus meiner Lagerhalle machen Sie eine Diskothek. Mama, das hat er nicht gesagt. Außerdem sind das alles nur Vorschläge. Und wie stehst du zu Herrn Lobsters Loberts Vorschlag? Wir sollten durchaus mal über neue Konzepte nachdenken. Der Teehandel kann ja so bleiben. Aber wozu denn das Ganze? Diese Firma, so wie sie jetzt ist, ermöglicht uns allen ein sehr angenehmes Leben. Das bestreitet ja auch keiner. Und sie finanziert so ganz nebenbei auch deine Wohnung und dein Studium. Weißt du was? Auf den Scheck kann ich verzichten. Sven und ich, wir teilen uns die Miete. Wir wohnen nämlich zusammen. Bis zur Hochzeit. Und wenn du uns jetzt entschuldigst, Sven hat einen sehr wichtigen Termin. Und ich bin mit Papa verabredet. Ich mach das schon. Entschuldige bitte die Verspätung. Sie denken an die Personalversammlung? Übermorgen? 11 Uhr? Ich habe die Einladung gleich heute früh nach unserem Gespräch aufgesetzt. Und Ihren Mann, Herrn Sommer, habe ich persönlich von dem Termin unterrichtet. Danke, Frau Gunze. Ich nehme an, es geht um das Testament von Ihrem Onkel. Sie werden rechtzeitig informiert. Danke, Frau Gunze. Die Neugier dieser Person ist impertinent. Aber sie ist auch zuverlässig und bedingungslos loyal. Hast du das von Viktor? Ich zitiere dich. Ja, das war meine Meinung bevor. Sie hat von Viktors Affäre gewusst und mir nichts gesagt. Sie war um Distanz bemüht und wollte dich nicht verletzen. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Charlotte. Du weißt doch, was ich für dich empfinde. Ich brauche deine Hilfe, Martin.
Ich bin immer für dich da. Sandras selbsternannter Verlobter ist gelinde gesagt eine Katastrophe. Übertreibst du nicht ein wenig? Er hat doch keinerlei Einfluss. Oh doch, er hält 25%, sobald er Sandra heiratet. Wir werden ja diesen Schmarotzer ausreden müssen. Und dazu bedarf es einer verlockenden Alternative. Und woran denkst du? An einen ebenso gut aussehenden wie gebildeten jungen Volkswirt. Dein Sohn Maximilian. Ach, du hättest sie sehen sollen, wie er und Sandra auf Brittas Hochzeit getanzt haben. Semi-fermentiert, ein Mandarin-Oolong. Absolut korrekt. Nicht schummeln! Sandra, wegen gestern. Meinst du nicht, wir sollten uns noch mal in Ruhe unterhalten? Ich weiß, mit Verantwortung besser umzugehen, als ihr beide meint. Verantwortung ist wirklich groß. Schau dir deine Mutter an, wie sie seit Jahren... Vergiss, dass es auch noch etwas anderes im Leben als diese Firma gibt. Mir liegt doch genauso viel wie ihr daran. Ich möchte nur meinen eigenen Weg finden, das irgendwie alles hinzukriegen. Ja, und irgendwie auch glücklich dabei zu werden. So hat deine Mutter damals auch gesprochen, als sie das Konto übernahm. Mein Gott, du hättest sie sehen sollen. Sie war so, wie soll ich sagen, so wie du. Genau wie du. Woran erkennen wir einen Longqing? Dass er wie der Grüntee und der Piluchun nicht fermentiert ist. Augen zu. Moment, ein Hauch von Jasmin und Patchouli umschmeichelt meine Nase. Mein neues Parfum. Aha. Und der Thymian? Irgendwo ist Thymian. Du bist genial. Charlotte. Wie wär's mit einem gemeinsamen Ausflug? Lass uns Frieden schließen. Bitte. Das ist eine großartige Idee. Woran hast du gedacht? Ein Segeltörn? Wie in alten Zeiten? Du warst seit 3 Jahren nicht mehr auf dem Segelboot. Und dann wird es höchste Zeit. Nächstes Wochenende zum Beispiel. Papa? Aye, aye, Captain. Wunderbar. Was haltet ihr davon, wenn uns ein lieber Freund begleitet? Unser Zahnarzt. Sein Sohn, Maximilian. Ich meine, jetzt, wo er aus London zurückkommt, wäre es doch schön, wenn... Prima. Mein Spanischkurs. Bis dann. Das nennt man Inzucht. Du verkuppelst deine Tochter mit dem Sohn deines Liebhabers. Für mich ist das Inzucht. Augen zu. Küss mich. Bei uns zu sein. Ich finde es schön, dass du heute bist. Ist das nicht herrlich? Hm? Ein Traum. Wenn Sandra den Betrieb übernimmt, werde ich mir endlich einen Lebenstraum erfüllen. Einmal mit der Sophie Charlotte um die ganze Welt. Das heißt, sofern mein Steuermann mich begleitet. Guck mal, wie er sich um Sandra bemüht. Und wie sehr ihr das gefällt. In der Tat, ein schönes Paar. Von seinem Vater scheint er ja glücklicherweise nicht allzu viel geerbt zu haben, der hübsche junge Mann. Kann es sein, dass du ein ganz klein wenig eifersüchtig bist? Ich? Auf unseren Zahnarzt? Ich denke nicht daran. Hey!
Sag mal, Maximilian, hast du eigentlich eine Freundin? Ich hab viele Freundinnen. Ach, du meinst eine richtige Freundin. Eine richtige Freundin. Nein, warum? Du bist doch jetzt in dem Alter, wo man eine Familie gründet. Oder? Ich will auf jeden Fall heiraten und eine Familie. Hey. Aber heute ist morgen, Charlotte. Was sagst du? Nur so. Maximi, nimmst du mich mit in die Stadt? Ich habe nämlich noch ein Date. Hallo. Alex. Darf ich vorstellen, das ist Alex, meine richtige Freundin sozusagen. Na, Mama, ist das nicht toll? Die haben das Aufgebot auch schon bestellt. Nächste Woche heiraten sie. Du bist so süß, Charlotte. Hat Martin dir nichts davon erzählt? Sie sind selbstverständlich auch zur Hochzeit eingeladen. Danke, danke. Ja, dann gehen wir doch, oder? Das war ein sehr schöner Tag. Tschüss. Tschüss. Darf ich Mama. Ja. Tschüss zusammen. Tschüss. Du lachst doch noch. Hätte es dir sagen müssen. Ich meine, so intim wie er sei. Er hätte dich über die sexuellen Präferenzen seines Sohnes in Kenntnis setzen müssen. Ich habe mich komplett lächerlich gemacht. Keineswegs. Und du bist schuld. Ich? Du hast gesagt, dass du mir hilfst. Mein Versprechen gilt. Viktor. Ich darf sie doch Viktor nennen. Ich freue mich sehr, dass sie den Weg gefunden haben in unser exklusives Institut. Unser Institut bürgt für hundertprozentige Diskretion. Wir haben eine Erfolgsquote von 78%. Das ist weit über dem Durchschnitt. Ich setze ernsthafte Ambitionen voraus. Natürlich. Verzeihen Sie die Frage, aber ich bin es unseren Klienten und dem guten Ruf unseres Institutes schuldig. Sie sind nicht verheiratet? Ich bin geschieden. Ich lebe seit 3 Jahren allein. Oh, lange genug, um die Wunden der Vergangenheit zu heilen und sich erneut einer liebevollen Partnerin zuzuwenden? Nein, entschuldigen Sie, da liegt ein Missverständnis vor. Ich suche keine Frau. Wir vermitteln auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Nein, bitte, es geht nicht um mich, es geht um meine Tochter. Oh la la, très charmant. Ich, ja, es ist eine ganz außergewöhnliche junge Frau. Begabt, hübsch, intelligent. Nur in Bezug auf die Wahl ihrer Partner bewies sie bislang keine glückliche Hand. Und oh, ich bin sicher, dass wir für ihre charmante Tochter den richtigen Partner finden werden. Sie sind ein rührend besorgter Vater. Und ich versichere Ihnen, ich werde die Klienten auf Herz und Nieren prüfen. Und zwar in jeder Beziehung. Gnädige Frau, ich glaube, dass Ihre Dienste für meine Tochter wohl eher nicht in Frage kommen. Aber natürlich, natürlich. Aber vielleicht sollte ich Sie in unsere Kartei aufnehmen. Respektabler Schwiegersohn gesucht? Gern vermögend, mit unternehmerischen Fähigkeiten. Zu direkt findest du nicht. Hast du eine bessere Idee? Zu niedrig wäre jetzt da. Annahmeschluss ist 17 Uhr. Charlotte, entschuldige mich bitte. Bitte. Na, wo drückt denn der Schuh? Die Füße sind in Ordnung. Der Zahn? Nee. Ich warte auf einen Vorschlag. Dazu bedarf es einer gewissen Stimmung. Ja, also, dann bist du jetzt inspiriert. Oder nicht? Kennst du das Gleichnis aus Platons Gastmahl? Der Urmensch bestand aus einer Kugel mit 4 Beinen, 4 Armen und 2 Gesichtern. In Liebe stets einander zugewandt. Aus Eifersucht trennten die Götter dieses vollkommene Wesen. Seither irren die Menschen umher auf der Suche nach ihrer verlorenen Hälfte. Sehr romantisch. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ihr Mann ist da. Ich rufe zurück. Ich bringe Ihnen gleich Ihren Lieblingstee. Sie sind ein Engel, Frau Gunze. Hast du ihn gesehen? Wen? Eben war er noch da. Wer?
Charlotte, wir haben ein Problem. Was du nicht sagst. Michelsen, einer unserer treuesten Kunden, droht uns mit einer einstweiligen Verfügung, wenn wir ihm nicht binnen 24 Stunden seine Ware ausliefern. Abgesehen davon platzt unsere Lagerhalle aus allen Nähten. Bei der nächsten Lieferung müssen wir auslagern. Dann werden wir Wurf Junior die verlangte Abfindung zahlen. Danke. Und suchen uns eine neue, zuverlässige Speditionsfirma. Bravo. Ich werde eine Annonce aufgeben. Martin ist zu freundlich, mir dabei zu helfen. Martin? Moment. Als Vater habe ich das Recht und die Pflicht, bei der Auswahl der Kandidaten mitzureden. Das spricht dir auch niemand ab. Das ist ja gut. Schwiegersohn gesucht. Das kannst du Sandra nicht antun. Wir waren uns einig. Zwei Typen von Kandidaten kommen in Frage. Kategorie A, reicher Erbe, der sich nicht ins Geschäft einmischt. Und Kategorie B, der klassische Unternehmer. Und dieser Herr hier ist Kategorie B, erster Güte. Filialleiter des Primatee-Kontors, besitzt zwei Mietshäuser und ein Ferienhaus. Am Bodensee. Der Mann ist fast kahl. Und das Foto ist sicher noch retuschiert. Warum gibst du so viel auf Äußerlichkeiten? Du hast dich doch auf diese hässliche Ziege eingelassen. Frau Dr. Friedberg ist eine intelligente Frau mit einer tadellosen Figur. Du wagst es, dieses promovierte Mischstück auch noch zu verteidigen. Ich bin nur um Gerechtigkeit bemüht. Gerechtigkeit? Du hast mich hintergangen und betrogen. Ein einziger Seitensprung in 25 Jahren. Nur einer. Soll ich dir dafür noch dankbar sein? Mama! Mama? Papa! Stör ich? Schön, dich zu sehen. Ihr habt euch wieder gestritten. Keineswegs. Nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Du hast sicher noch nicht gefrühstückt. Sven hat mich zum Brunch eingeladen. Was immer du von Sven halten magst, in einem wesentlichen Punkt hat er absolut recht. Wir sollten unser Geschäft modernisieren. Und dazu brauchen wir eben innovative Konzepte, mit denen wir uns neue Marktfelder erobern. Wir sind sehr interessiert an deinem Konzept. Absolut. Unsere Teehandelsgesellschaft hat bislang einen Trend ignoriert, der sich immer verstärkt und mittlerweile einen beträchtlichen Marktanteil beherrscht. Und der wäre? Wellness-Tee. Harmonischer Tee für Körper, Geist und Seele. Sandra hat recht. Wellness ist der absolute Renner. Mag sein, aber die Investition stünde in keinem Verhältnis zum Risiko. Und außerdem fehlt uns der Platz. Darüber habe ich nachgedacht. In der Lagerhalle könnten wir zum Beispiel den hinteren Teil abtrennen. Und hier ein kompletter Kostenplan. Unser wichtigstes Startkapital wäre ohnehin umsonst. Papas Nase. Hand und Fuß. Ich finde die Idee fantastisch. Und den Yogi-Tee vertreibt ihr dann in Svens Nachtclub, ne? Charlotte. War nur eine Frage, nichts weiter. Sven hat recht. Du bist einfach arrogant. Absolut blind in deinem mittelalterlichen Traditionalismus. Sandra! Wie redest du mit deiner Mutter? Ich werde euch beweisen, dass ich mehr kann, als ihr mir zutraut. Ich werde das Erbe annehmen und das Hansensche Teekontor ins 21. Jahrhundert führen. Indem du diesem Heiratsschwindel auf den Leim gehst, ja? Du wirst es nicht schaffen, mir den Mann auszureden, den ich liebe. Anscheinend mache ich alles falsch. Dabei will ich doch immer nur für alle das Beste. Genau das ist dein Problem. Kommt als erster Sebastian Stadelmann. Er liebt Kinder, Pferde, ist heimatverbunden und Millionenerbe. Attraktiver junger Mann. Pünktlich. Herr Stadelmann, Viktor Sommer. Die Mutter der jungen Dame, um die es geht. Stadelmann Sebastian. Sie dürfen mich Bastian nennen. Ja, ist ja gar nicht so leicht mit Parkplätzen hier. Ich fahre ja kein Smart, sondern Mercedes S-Klasse. Und sonntags
reite ich aus. Ich mag nämlich Pferde. Ihr Vater ist also Verleger? Ja, wir vertreiben vor allem christliche Erbauungsliteratur. Meine Arbeit als Cheflektor erlaubt mir relativ freie Zeiteinteilung. Ich bin also flexibel, was außerberufliche Terminabsprachen betrifft. Und selbstverständlich können Sie sich absolut, absolut auf meine Diskretion verlassen. Das setzen wir voraus. Ich bin gegen Hepatitis B geimpft und einen aktuellen AIDS-Test könnte ich auch beibringen. Das würde nicht nötig sein, jedenfalls nicht sofort. Ich werde Sie davon überzeugen, dass die Missionarstellung wirklich nicht alles ist. Was erlauben Sie sich? Sie suchen doch einen anspruchsvollen Partner für reizvolle Spiele zu dritt, oder? Entschuldigen Sie bitte die Nachfrage. Sie bewerben sich doch für die Chiffre 667. Nun, ich bin überzeugt, dass ich Ihren Kriterien entsprechen werde. Was macht Sie da so sicher, wenn ich fragen darf? Mein Studium der Jurisprudenz habe ich mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Vor einem Jahr übernahm ich die renommierte Kanzlei meines Vaters. Ich kandidiere für die nächste Landtagswahl. Mein Golfhandicap liegt bei 12, etc., etc. Ich nehme an, dass die Tochter ihrer Mutter an Attraktivität nicht nachsteht. Ich habe ein Foto dabei. Es war nach ihrer Zwischenprüfung. Sie hat als Beste ihres Jahrgangs abgeschlossen. Ja, das Foto ist nicht ganz schön. In Wirklichkeit ist unsere Tochter viel hübscher. Bedauere. Ihre Getränke gehen selbstverständlich auf meine Kosten. Ihr Urteil, Herr Rechtsanwalt, verdient eine Erklärung. Ihre Tochter ist zweifelsohne sehr attraktiv. Aber? Ihre Ohrläppchen sind angewachsen. Eine Laune der Natur, die auf weitere genetische Defekte schließen lässt. Sie eingebildeter Schnösel! Noch ein Wort über meine Tochter und ich spalte Ihre jämmerlichen Ohrläppchen bis zum Schädelknochen, Sie bornierter Affe, Paragraphenkacker. Ein Albtraum. Würdest du mir bitte die Kette zumachen? Doch. Heute ist immer eine Hochzeit von Friederike und Holger. Und meine Cousine hat mich wissen lassen, dass noch einige prominente Junggesellen eingeladen sind. Na komm, da sind wir unserer Tochter schuldig, na komm. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt. Und sonst gar nichts. Es ist, was soll ich machen? Meine Natur. Denn die ist Liebe nur. Und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motten das Licht. Wenn sie verbrennen, ja, das stört mich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Nicht verbracht. Ist mir doch egal. Jedenfalls ist Dr. Christian Wagner der ideale Schwiegersohn. Hallo! Was hast du denn dauernd für eine blöde Brille auf? Nimm die mal runter. Charlotte. Charlotte. Wo siehst du aus? Hallo, Martin. Wollen Sie Maximilian von Ahrensen, den hier anwesenden Alexander Schöne, zu Ihrem rechtmäßigen Ehepartner nehmen? Ja, ich will. Und Sie, Alexander Schöne, erkennen Sie den anwesenden Alexander von Ahrensen als Ihren rechtmäßigen Ehepartner an? Ja,
Dann dürfen Sie sich jetzt die Ringe überstreifen, als Zeichen Ihrer Verbundenheit. Hiermit sind Sie verheiratet. Sie dürfen die Braut... Sie dürfen sich jetzt küssen. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Mach's dann schon. Vielen Dank. Komm schon, bitte. Wir feiern in der Fischerkart. Ihr kommt doch. Natürlich, oder? Schön, dass ihr gekommen seid. Das kannst du nicht machen. Martin hat recht. Wir sollten uns da nicht einmischen. Ja, ich warte. Tut mir leid, aber wir müssen leider wieder zurück. Es gibt doch dein Lieblingsdessert. Wieso habt ihr es denn so eilig? Sven hat vor einem halben Jahr schon Karten gekauft. Für die Oper? Nee. Heute tritt der HSV gegen Juventus Turin an. Du bist doch nicht wegen eines Fußballspiels. Wenn mein Sohn heute nicht heiraten würde, wäre ich auch dabei. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Okay. Ja, ciao, Papa. Tschüss. Einen Moment bitte, Sandra. Du kannst doch nicht Alexander und Maximilian einfach so vor den Kopf stoßen. Ich bin mit Sven gekommen und werde auch mit ihm gehen. Aber ihr habt euch doch beide gerade gestritten. Das geht dich überhaupt nichts an. Bitte, Sandra, lauf ihm nicht nach. Er ist es bestimmt nicht wert. Hör auf! Ich habe dich nicht um dein Rat gebeten. Charlotte. Und du stehst wieder da und sagst kein Wort. Martin hat recht, der HSV gegen Juventus. Sandra muss ihre eigenen Erfahrungen machen, einschließlich Fehler. Wobei ich diesen jungen Mann nicht für einen lebensgefährlichen Irrtum halte. Du weißt ja nicht, was du sagst. Ihr habt ja beide keine Ahnung. Meine einzige Tochter rast mit Lichtgeschwindigkeiten in ihr Verderben und ich soll tatenlos zusehen. Also, kommt überhaupt nicht in Frage. Bitte sag Alexander und seinem Freund, du weißt schon, entschuldigt mich. Männer! Schau mal nach dem Rechten. Victor. Achso, ja, danke. Charlotte, komm! Charlotte! Weißt du noch, wie man sie uns in den Arm gelegt hat? Sie war so klein. Zerbrechlich. Ich habe mir geschworen, dass ich sie immer beschützen will. Kann ja sein, dass ich überreagiere. Manchmal. Und auch nur, weil ich mir solche Sorgen um Sandra mache. Ich weiß. Willst du einen Tee? Mit viel Honig. Chiling-Assam-Mischung zum Frühstück. Mit zwei Stückchen Candis. Das weißt du noch. Danke. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich werde mich mit Sandra aussprechen. Und ich werde mir ihr Konzept mal in allen Einzelheiten erklären lassen.
Jetzt komm schon, Höflichkeit gehört zu meinem Job. Ach, und als nächstes erzählst du mir, es war ein reiner Akt der Nächstenliebe, dass du mit dieser Blondine in Ausschnitt gekrochen bist. Komm schon, Sandy. Hey, du bist doch die Einzige für mich, weißt du doch. Würdest du mich fahren? Dann leih ich dir auch den Wagen. Schmarotzer. Den Wagen habe ich ihr zur Zwischenprüfung geschenkt. Mal sehen, was er jetzt wieder mit ihr vorhat. Ja. Bis später. Oh, er hat's wirklich geschafft. Du meinst. Kann ich Ihnen helfen? Wollen Sie es gleich mal probieren? Steht Ihnen bestimmt ausgezeichnet. Por qué no? Okay. Ist sie nicht schön, unsere Kleine? Wir müssen sofort handeln. Darf ich dir Dr. Christian Wagner vorstellen? Viktor Sommer. Angenehm. Dr. Wagner ist Chefarzt der Urologie im Lübecker Kreiskrankenhaus. Nein, nein, zu viel der Ehre. Ich bin Oberarzt. Oberarzt, Chefarzt. Sie sind Arzt und Chirurg. Ein Fernhaken. Sein Meisterschüler, Julius Windenmeer. Ach, Sie interessieren sich für die Holländer. Ich halte es für die Pflicht eines modernen Menschen, sich für Kunst zu interessieren. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Zu französischem Champagner sage ich niemals nein. Aha. Ming-Dynastie. Frühe Phase. Frühe Kopie. Dafür sind die Bilder Originale. Ihre Schwester? Meine Tochter. Sandra wird einmal unsere Firma übernehmen. Wunderschön. Ja. Bitte schön. Er ist es. Der Richtige. Der absolut passende Mann für Sandra. Möchtest du auch einen Cognac? Nein, danke. Ich brauche einen klaren Kopf. Sehr zu wünschen. Ich habe schon einen Plan. Ich werde ein kleines Fest geben. Das sind wir Max und Alexander schuldig. Und unserem Zahnarzt. Ich lade Dr. Wagner ein. Und Sandra. Ja, ohne ihren Nachtclub-Heini wird sie nicht kommen. Das gehört doch zu meinem Konzept. Dieser Kneipier wird blass, sehr blass, neben Dr. Wagner aussehen. Hallo, Mama. Weißt du doch, ich höre es am Klingeln. Warte mal. Wo gehst du hin? Ich muss noch mal ins Gloria. Bis später. Hm? Alles in Ordnung. Nächstes Wochenende, da habe ich schon was vor. Da kann ich auch nicht. Mama, ich muss mich auf die Prüfung vorbereiten. Ja. Grüß Papa. Lieben Gruß. Sie kommt also nicht? Irgendwas stimmt da nicht. Wir greifen zu Plan B. Sandra würde alles stehen und liegen lassen, wenn einer von uns ernsthaft krank würde. Vor allem du. Mir geht es aber gut. Dann wirst du auf meiner Party eben einen Zusammenbruch erleiden. Willst du mich vergiften oder was? Du simulierst einen Herzinfall. Überzeugend natürlich. Das ist nicht dein Ernst. Es geht um das Glück deiner Tochter. Ich glaub's einfach nicht. Entschuldige, aber dieser Spediteur raubt mir den letzten Nerv. Die Mama hat ihn gekündigt. Ja doch.
Aber es scheint, er will sich mit den englischen Kronjuwelen abfinden lassen. Mann, oh Mann! Sandra, deine Idee mit diesem Wellness-Tee finde ich exzellent. Deine Mutter auch, sie wird das Projekt finanzieren. Toll. Ist es dir wirklich ernst mit diesem Sven? Ich meine, ist er wirklich der Mann fürs Leben? Was ist schon fürs Leben? Naja, deine Mutter würde sich so freuen, wenn du nächsten Sonntag zum Essen kämst. Hm. Mein siebter Sinn sagt mir, dass Mama mich wieder verkuppeln will. Meinst du? Papa. Darauf habe ich überhaupt gar keinen Bock. Kann ich verstehen. Köstlich. Für Fungire Pinial Forno könnte ich mein Leben lassen. Ach ja, bislang ließ Alexander mich immer in dem Glauben, ich wäre seine große Liebe. Bla, 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 bla. Hat es Ihnen geschmeckt? Ausgezeichnet, danke. Ich vermisse Ihre hübsche Tochter. Genau, wollte Sandra nicht auch kommen? Oder ist sie mit Sven wieder beim Fußball? Sie steckt mitten in den Vorbereitungen zur Abschlussprüfung. Wer ist Sven? Ihr Freund. Ihr Bekannter. Charlotte, du hast dich wieder selbst übertroffen. Bewahr dir deinen Appetit fürs Hauptgericht. Keine Sorge, ich habe Hunger wie ein Bär. Sagen Sie, Herr Kollege, wenden Sie in Lübeck auch schon die Magnetfeldtherapie an? Wir öffnen uns allen modernen Behandlungsmethoden. Was halten Sie dann von der Bioresonanzdiagnostik? Wie ich schon sagte, Herr Kollege, wir sind allen Neuerungen gegenüber aufgeschlossen. Entschuldigen Sie, ich müsste einem dringenden Bedürfnis nachgehen. Ja, die Tür direkt neben dem Eingang. Ich muss auch einem dringenden Bedürfnis nachgehen. Wo warst du denn gestern Nacht? Im Gloria. Zum Arbeiten? Was soll denn das, Sandra? Bist du schon wie deine Mutter mit deinem Scheißkontrollzoll? Ich bin aber nicht meine Mutter. Ja, aber ihre Tochter, ganz eindeutig. In den Kongo und da wollte ich dich bitten, den Rosmarin-Steckling. Willst du mitessen? Gern. Setz dich doch. Magst du ein Bier? Ja. Deine Stunde, alter Freund. Lachs in einer leichten Riesling-Schalottensoße mit einem Hauch von Zitronen Unlimited, stimmt's? Ja. Mein Lachs. Ja, ich würde sie noch gerne mit rein, aber. Wenn Sie wieder mal ein Taxi brauchen, Paul Rose, Fuhrunternehmen. Okay, danke. Tschüss. Hallo? Dr. Christian Wagner. Ihr Vater verdankt mir sein Leben. Wie geht's ihm? Er ist außer Lebensgefahr. Deine Mutter kümmert sich um ihn. Ich geh zu ihm. Du kommst mir gerade recht, Bürschchen. Papa, der kann auch nichts dafür. Eine Sekunde. Das habe ich nicht gewollt. Es tut mir so leid. Ich würde jederzeit eine ganze Fischfabrik verschlucken,
nur um dich in meinen Armen halten zu dürfen. Tja, dann guten Abend, die Herren. Herr Kollege, die vielen Nachtdienste, Sie haben sicher Verständnis. Wie, Kollege? Merkwürdig, dass Sie im Lübecker Kreiskrankenhaus niemand kennt, Herr Kollege. Tja, sind Sie sicher, dass Sie da die richtige Nummer? Hochstapler. Und Heiratsschwindler noch dazu. Was ist hier los? Wieso fällt deine Mutter immer auf die falschen Männer herein? Das war wohl alles etwas viel für die Herren heute Abend. Darf ich Sie nach Hause bringen? Raus! Und zwar plötzlich! Sie haben wunderschöne Augen, wissen Sie das? Wann kapiert meine Mutter endlich, dass ich mir meine Männer selber aussuche? Ja? Was? Nö, die ist noch nicht da. Gibt's noch ein Bier? Psst. Hallo? Frau Hansen, hallo? Ich glaube, ich sollte jetzt besser gehen. Meine Teepuppe. Woher? Ich hab dir doch gleich gesagt, dass du... Mama, ich hasse diesen Satz. Genauso wie ich hasse, dass du dich immer in mein Leben einmischst. Aber wenn mir mein mütterlicher Instinkt nun mal sagt, dass Männer wie Sven Lobert reine Mitgiftjäger sind. Im Gegensatz zu Dr. Christian Wagner. Du hast ihn noch kennengelernt. Mama, du hast versucht, mich mit einem Heiratsschwindler zu verkuppeln. Der ist überhaupt gar kein Arzt und er ist sowieso kein Mann für mich. Jetzt lass mich bitte allein. Das kann doch gar nicht sein. Doch, kann es! Bitte, Mama, jetzt lass mich allein, bitte. Falls du ein Bett brauchst, ich meine, bis dieser Mensch aus deiner Wohnung verschwunden ist. Dein Mädchenzimmer ist immer noch für dich da. Hm?
bitte mit meinem Mann? Mit Herrn Sommer. Herr Sommer, Ihr Mann ist vor 5 Minuten gegangen. Er hat sich erlaubt, Ihr Telefon zu benutzen. Kein Problem. Danke, Frau Kunze. Ich bin doch nichts dagegen, wenn ich Sie Martin nenne. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg gefunden haben in unser exklusives Institut. Ich habe natürlich gleich gewusst, dass es ums andere ging. Trotzdem, danke, Martin. Herr Sommer, Ihr Mann. Ich rufe zurück. Victor! Danke, Frau Bunz. Die letzte Nacht war die schönste Nacht meines Lebens. Victor. Jetzt müsste nur noch unsere Tochter glücklich werden. Gib ihr Zeit. Ja. Aber ich kann doch nicht tatenlos zusehen, wie sie leidet. Sie muss, weil sie da alleine durch muss, auch wenn es dir noch so schwer fällt. Du kannst ihr den Liebeskummer nicht ersparen. Charlotte? T-Kontur Hansen, Bunze am Apparat. Könntest du dir vorstellen, wieder mit mir, ich meine, würdest du mich noch mal heiraten? Wolf Junior ist am Apparat. Die Speditionsfirma beharrt auf der von ihr geforderten Ablösung. Dieser Mistkerl! Richtig gerne aus. Ich rufe zurück. Nein, mir reicht's. Wir schalten einen Anwalt ein. Vielleicht Frau Dr. Friedberg. Gute Idee. Die hat den nötigen Biss. Danke. Frau Gunze, stecken Sie die Blumen ins Wasser. Hey, was machen Sie denn da? Haben Sie sich wehgetan? Das auch, aber vor allem habe ich Ihr Zündkabel erneuert. Ihr Wagen ist wieder startklar. Danke. Was halten Sie von einer Fahrt nach Andalusien? Das sind Holger und ich. Am Morgen unserer Silberhochzeit. Als er mir gerade den Ring geschenkt hat. Wie schön. Ja, und das ist Britta, als sie auf der Hochzeit genau den gleichen Ring von Lutka geschenkt bekommen hat. Ich bin ergriffen. Die beiden sind heute abgereist. Britta bat mich noch, an deinen Familiensinn zu appellieren. Kleines Geheimnis zwischen Tante und Nichte, nichts Besonderes. Sag, wie geht es eigentlich Victor? Bestens. Wir haben uns wieder versöhnt und er hat mich gefragt, ob ich ihn wieder heiraten möchte. Und? Möchtest du? Das ist die Liebe meines Lebens. Mhm. Du hast wirklich Mut, Cousine. Ich meine, an einen Mann wie Victor wird er wahrscheinlich niemals allein gehören. Frau Dr. Friedberg ist eine renommierte Anwältin. Sie berät Victor in einer dringenden juristischen Angelegenheit. Meine liebe Charlotte, du magst einige Schwächen besitzen, aber Naivität gehörte doch bislang nicht dazu. Kant hat Schopenhauer zu der Erkenntnis inspiriert, die Welt sei nichts als Vorstellung und Wille. Klingt egozentrisch. Was ist mit der Liebe? Den Geschlechtstrieb hielt er für die Ursache des Leidens in der Welt. Vermutlich, weil er selbst nicht von den Frauen loskam. Bingo. Messerscharf analysiert.
Ohne Frau kann man nun mal nicht leben. Ich wenigstens nicht. Vielleicht bin ich da spießig, aber wissen Sie, ich glaube an die große Liebe. Ich heiße Sandra. Weißt du ja schon. Paul. Weißt du ja auch schon. Danke nochmal. Bitte wird ihr neues Heim ganz nach ihren Vorstellungen einrichten. Sie besitzt einen ausgezeichneten Geschmack. Na dann. Ist doch immer wieder schön, wenn sich zwei Leute noch so gut verstehen. Ich meine, nachdem es zwischen den beiden gewesen ist. Ich kann dich ja nach Hause bringen. Um mich musst du dich nicht kümmern. Ich nehme ein Taxi. Also, pass auf dich auf. Auf Wiedersehen. Ich gehe dann auch gleich nach Hause. Tschüss. Tschüss. Ach, nein, ich mache mich nicht zum Trottel. Das ist doch albern. Lager ist einfach zu klein. Verstehe. Eine Sekunde, ich habe die Akte gleich. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich nochmal hierher komme. Spedition Wolf. Hier ist der Vertrag. Schade eigentlich. Annika, ich bin vergeben. Ich weiß. Gute Nacht. Ja. Darf ich noch mit rein? Nur auf einen Kaffee. Meine Mutter, die... Schläft doch bestimmt um diese Zeit. Okay, aber... Es gibt Tee. Mach dich schon mal bequem. Ich setz Wasser auf. Deswegen sitzt du hier mitten in der Nacht und weinst. Alle Männer sind Schweine. Alle. Allen voran dein Vater. Ich habe ihm vertraut. Ich dumme, tusselige Kuh. Dir mache ich Vorwürfe und selbst bei euch den gleichen Mist. Es ist ja schön, dass du auch mal einen Fehler machst. Einen? Im Gegensatz zu dir falle ich gleich zweimal auf denselben Trottel rein. Glaubt man, man hat sich was aufgebaut. Führt ein sorgenfreies Leben, weil man hat ja Geld. Ist trotzdem todunglücklich. Hallo, guten Abend. Tut mir leid, aber... Ja, ich verstehe schon. Ich rufe dich morgen an. Sicher. Versprochen. Auf Wiedersehen. Danke nochmal für den schönen Abend. Scheint ja ein ausgesprochen netter Kerl zu sein. Ausgesprochen nett. Nur nicht? Mama.
Nein, nein. Ich mische mich nicht mehr ein. Übrigens, dieser Wellness-Tee. Mama, das ist doch gerade überhaupt nicht wichtig. Nein, nein, das ist wirklich eine gute Idee. Warum bin ich eigentlich nicht drauf gekommen? Sagen wir, weil du vielleicht manchmal zu sehr an alten Traditionen festhältst? Aus Angst vor der Zukunft neigt man dazu, die Vergangenheit zu verklären. Du hast Zukunftsängste? Ja, ich mache mir manchmal in die Hosen vor Angst. Ein kleines Dankeschön an meinen Lebensretter. Viktor, Mensch, du warst den Aufwand wert. Danke, Martin. Entschuldige. Van Arensen? Charlotte, kann ich dich vielleicht später? Viktor ist gerade da. Was? So plötzlich? Natürlich stehe ich zu meinem Wort. Was ist denn los? Du. Charlotte will mich heiraten. Nächste Woche. Charlotte! Sie ist für niemanden zu sprechen. Charlotte! Sag mal, bitte. Mach auf! Charlotte? Sie ist doch gar nicht da. Was soll ich Ihnen geben? Wellness-Tee wird sein, dass wir ausschließlich naturreine und miteinander verträgliche Komponenten verwenden werden. Das ist übrigens auch die Kernaussage unserer neuen Werbespots. Großartig. Dir geht's noch nicht so gut, ha? Huh? Doch, doch, es ist nur... Ach, diese Anwältin hat tatsächlich erreicht, dass Wolf seine Kündigung akzeptiert. Und jetzt stehe ich da. Ohne Spediteur. Weil wir Saisonbeginn. Ist das wirklich alles? Nächste Woche heirate ich. Was? Ihr habt euch versöhnt? Mit deinem Vater spreche ich kein Wort mehr. Charlotte? Papa, ich bin's. Mach auf. Was machst du da? Ich packe. Das sehe ich, aber wo willst du hin? Auf Weltreise. Übermorgen geht's los. Mit Frau Dr. Friedberg. Sandra, was soll der Quatsch? Du hast Mamas Vertrauen missbraucht. Ihr das Herz gebrochen. Ich habe was? Ja, du hast sie doch mit dieser Anwältin betrogen. Ich fass es nicht. Sie hat es selbst vorgeschlagen. Es war ein reines Geschäftsessen. Dann ruf sie an. Jetzt gleich. Ich? Charlotte? Niemals. Sie muss sich bei mir entschuldigen. Sie hat mir Unrecht getan. Ihr benehmt euch beide wie Kleinkinder. Egoistisch und albern. Und dass ihr auch noch andere Leute damit verletzt, das ist euch völlig egal. Sandra, es tut mir leid, wenn... Ich spreche nicht von mir. Ich rede hier über Martin. Ach.
geht's doch gut. Charlotte? Ich wollte dich zum Essen einladen. Bei der Gelegenheit können wir die Gästeliste durchgehen. Die Heiratsanzeige habe ich schon aufgegeben. Du kriegst doch jetzt keine kalten Füße. Was ich für dich empfinde, Charlotte, das weißt du. Das hoffe ich doch. Ich empfinde sogar so viel für dich, dass ich dieses Spiel mitmache. Spiel? Machen wir uns doch nichts vor, Charlotte. Es geht doch nur darum, den lieben alten Viktor, diesen Trottel, der mir trotz alledem irgendwie ans Herz gewachsen ist, eifersüchtig zu machen, oder? Zum Yachthafen guten Morgen. Morgen. Darum frage ich Sie, wollen Sie vor den hier anwesend? Charlotte, nein, nicht! Ha! Ha! Papa, habe ich mir noch gedacht, dass du hier bist. Übrigens, das ist Paul Rose, mein Vater. Sandra, wollt ihr jetzt? Du musst jetzt schnell mit uns mitkommen, komm! Danke für die Verabschiedung. Ich wünsche euch alles Glück dieser Welt. Passen Sie gut auf sie auf. Ich schreibe meine Karte. Willst du, Viktor Sommer, mich, Sophie Charlotte Hansen, erneut zu deiner Frau nehmen, auf dass wir einander treu beistehen, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet? Was für eine Scheiße. Sag ja, Papa. Was? Du sollst ja sagen. Ja, ja. Ja, 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 ja! Auf die Liebe! Na,
Natascha Kostumitsch, mein Name. Glückwunsch, Herr Lorde. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn Natascha mitmacht. Herzlich willkommen. Oh, Martin, sehr. Das Problem mit einer zuverlässigen Speditionsfirma hat sich für die Zukunft auch erledigt. Vielen Dank euch, dann können wir ja sofort auf Weltreise gehen. Mein Steuermann. Super. Achtung!